Wir haben eine Demografiestudie mit begleiten dürfen, die zum Resultat hat, dass der Landkreis Siegen bis 2020 etwa 8.000 bis 9.000 Einwohner verlieren wird. Und das hat natürlich dann auch zu tun mit Fachkräftemangel. Und das war an sich auch der Auslöser dafür, dass wir uns im Rahmen eines Ideenwettbewerbs des Arbeitsministeriums beworben haben für ein Projekt aus dem Europäischen Sozialfonds. Und daraus ist dann letztendlich auch dieser doch mittlerweile sehr bekannte Zukunftscoach entstanden. Es gibt mittlerweile etwa 20 Zukunftscoaches in ganz Bayern. Und hier ist sozusagen die Wiege dieser Managerfunktion. Wir haben in diesem Projekt Innovationsregion Bayerischer Wald 4 Schwerpunkte gesetzt. Der eine Schwerpunkt ist das Thema Anpassungsqualifizierung. Hier will ich insbesondere auf die CNC-Weiterbildung hinweisen, mit sehr großem Erfolg. Wir haben das Thema aufgegriffen Übergangsmanagement, Schule, Wirtschaft. Hier verweise ich insbesondere auf die Organisation der Berufswahltage mit großem Erfolg. Wir haben dann andererseits natürlich auch das Thema als Netzwerkkoordinator. Es muss jemanden geben, der moderiert, es muss einen Kümmerer geben, es muss einen Antreiber geben, der das Thema in seiner Gänze betreibt. Und dann eine relativ innovative Geschichte, die Entwicklung einer Jobplattform, wir nennen das Jobs daheim. In unserer Region gibt es sehr viele hochkarätige Firmen, die technologisch wirklich sehr auf hohem Stand angesiedelt sind. Aber unseren Leuten ist das gar nicht bewusst oder bekannt. Und aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, dieses Jobportal ins Leben zu rufen, das eben die breite Palette der Firmen zeigt, die es hier tatsächlich vor Ort gibt. Jobs daheim war so erfolgreich, dass auch andere Landkreise sich daran beteiligen wollen. Momentan haben wir 120 Firmen auf der Seite. Und die bieten über ein paar hundert Stellenangebote an. Mein Name ist Tobias Wittenzellner, ich bin 27 Jahre alt. Nach meinem Studium in Passau habe ich einen Job gesucht auf verschiedenen Online-Plattformen. Fündig geworden bin ich dann aber letztendlich auf der Facebook-Seite von Jobs daheim, die ich während meines Studiums über einen Freund kennenlernte. Und dort habe ich auch meine jetzige Arbeitsstelle in der Aberland Regio GmbH gefunden. Wir führen jetzt da in Regen die CNC-Schulungen durch, in Verbindung mit der Arbeitsagentur, mit Verbindung auch mit den Betrieben. Betriebliche Mitarbeiter schulen wir, Auszubildende schulen wir. Unsere Teilnehmer sind im Jahr ca. 50 Stück, davon etwa 25 Personen von der Bundesagentur für Arbeit. Die restlichen Personen kommen dann aus den Betrieben der Region. Mein Name ist Bart Anatoly, ich mache den Kurs. Ab morgen habe ich Praktikum, ob das ist die Firma vielleicht die übernimmt nicht. Mein Name ist Thomas Keul, ich bin Eigentümer der Holzmanufaktur Liebig. Ich habe diesen Betrieb vor 5 Jahren gekauft und ihn umgewandelt von einem Massenfertigungsbetrieb zu einer zertifizierten Manufaktur, die mittlerweile in 37 Ländern weltweit Premium-Holzverpackungen exportiert. Wenn man eine Holzwarenfabrik zu einer Manufaktur qualifiziert, braucht man auch qualifizierte Mitarbeiter. Und diese Qualität zu bekommen, braucht man einen Partner im Bereich Ausbildung, Weiterbildung. Und hier habe ich in der VHS wirklich einen Partner gefunden, den ich so nie gedacht hätte, auf dieser Ebene zu finden. VHS war für mich als Berliner früher Modellieren mit Kartoffelsalat. Und hier lerne ich eine VHS kennen, die in ihrer Struktur sich wirklich zur Wirtschaft hinwendet, dass ich mit der VHS gemeinsam in Schulen gehen kann, aktiv bereits bei Realschulen für unseren Nachwuchs, für unser Ausbildungsziel werben kann. Es ist eine Win-Win-Situation für mich, da ich über die VHS die Struktur bekomme, auf der Suche nach Potenzialen und andererseits ich der VHS das Feedback geben kann, was ist denn benötigt in Industrie und Handwerk. Volkshochschule und Fachkräftesicherung ist ein Wortpaar, das zusammengehört. Das ist wichtig. Und ich denke, der Erfolg hat es gezeigt, Volkshochschulen würden es verdienen, dass ihre Arbeit von der Bayerischen Staatsregierung noch mehr gewürdigt wird.